Startklar mit der zweiten Klarinettenstunde. Nachdem ein Video, eines meiner Videos, ziemlich erfolgreich geklickt wurde, also sehr viele Klicks hat und auch recht viele Likes, und das ist so das Video Startklar, die ersten Töne auf der Klarinette, habe ich mir gedacht, ja, dann muss jetzt endlich mal ein Folgevideo dazu her, wenn das euch so gut gefällt. Und jetzt hier also die zweite Stunde auf der Klarinette. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Online Klarinette lernen mit Praxistipps rund um die Klarinette. Mein Name ist Verena Schoknecht, ich bin Klarinettenpädagogin und möchte dir ein bisschen das Klarinettenspielen beibringen. Also, wie gesagt, die zweite Stunde steht an. Wir wiederholen einfach nochmal, was in dem ersten Video einfach so Inhalt war, was wir gelernt haben, einfach noch im Schnelldurchlauf. Wir haben uns die ersten drei Töne schon mal vorgenommen. Die ersten drei Töne auf der Klarinette sind das E. Ein Daumen ist auf dem Loch hinten. Erste Ringklappe abgedeckt, das ist das E. In den Noten auf der ersten Linie. Danach kam das D, da kommt einfach noch der nächste Finger auf die nächste Ringklappe mit dazu. Und noch das C. Und der Notenkopf wandert immer eine Linie oder einen Zwischenraum weiter nach unten im System. Also prägt ihr nochmal die Noten ein. E, D, C. Ja, was machen wir jetzt mit diesen Noten? Wir halten erstmal die Töne nochmal aus. Halte einfach mal den Ton E so lange aus, wie du kannst. Wenn du ungefähr 8 Sekunden schaffst, ist schon mal ziemlich gut. Alles, was drüber ist, ist für den Anfang wirklich super gut. Also, wir halten mal das E aus. Okay, ich höre hier mal auf. Du kannst natürlich länger aushalten. Jetzt, wenn du einen Ton aushältst, dann achte mal darauf, dass der Ton wirklich gerade ist und nicht so irgendwie, nicht so unruhig wird, wie das hier zum Beispiel. Ja, also versuche, die Luft gleichmäßig durch die Klarinette zu schicken, damit der Ton auch die Möglichkeit hat, gleichmäßig gesund dazustehen. Ja? Und gleichzeitig hier mit dem Ansatz, such dir eine Position, mach's nicht zu fest, mach's nicht zu locker, und wenn du die richtige Position hast, wo es gut klingt, dann hältst du die eben auch bei. Wichtig ist, ich wiederhole es nochmal, dass die oberen Schneidezähne auf dem Mundstück wirklich draufstehen. Dafür hast du diesen Bissgummi, da kann nichts passieren. Sowohl mit deinen Zähnen kann nichts passieren, als auch das Mundstück wird nicht verkratzt oder gar durchgebissen. Ja? Und wenn du atmest, wenn du Luft holst, dann lass einfach die Zähne auf dem Mundstück, dann hast du immer die gleiche Position. Am besten ist sowieso, wenn du durch die Nase atmen kannst, du kannst aber auch durch den Mund Luft holen, dann lass aber die Zähne oben am Mundstück. Ja? Okay, das war das E. Wir machen das Gleiche mit dem D. Noch einmal so lange aushalten, wie du kannst. Such deine Position und los geht's. Und das Gleiche natürlich auch noch mit dem C. Wie gesagt, wenn du es sogar länger aushalten kannst, umso besser. Ja, jetzt haben wir diese drei Töne wiederholt. Was machen wir jetzt als nächstes? Als nächstes würde ich sagen, wollen wir mal austesten, wie wir diese Töne trennen können. Denn wenn wir immer nur lange Töne spielen, können wir da sehr schlecht Melodien spielen. Wir können zwar die Finger bewegen und haben dann verschiedene Töne. Das klingt dann so. Das kannst du natürlich auch mal machen, ist überhaupt kein Problem. Die Luft fließt, wie wenn du den Ton eben aushältst, und du bewegst dabei die Finger. Das nächste ist aber eben, dass wir den gleichen Ton trennen. Also, dass wir mehrfach den gleichen Ton hintereinander spielen können.
Das ist ein Grundhandwerkszeug, sage ich mal, für alle Bläser und für uns eben auch. Und da möchte ich dir einfach mal gerade die Technik noch schnell zeigen. Erstmal, wie es klingt, was ich meine. Ich nehme es jetzt mal auf dem C. Wir sagen dazu anstoßen, wobei es streng genommen gar nicht anstoßen ist, weil wir mit der Zunge eigentlich immer dann weggehen, damit der Ton entsteht. Also wir stoßen den Ton nicht an. Aber das nur am Rande, das ist erstmal nicht so wichtig. Also, wir kommen aber mit der Zunge ans Blatt. Das ist das Entscheidende, wenn wir eben die Töne trennen. Na, wenn der Ton fließt, wenn du Luft gibst und der Ton klingt, dann ist die Zunge irgendwo hier unterhalb des Blattes. Und dann gehst du mit dem Zungenrücken, wohlgemerkt, nicht mit der Zungenspitze hier irgendwie oder so, sondern mit dem vorderen Zungenrücken an das Blatt und wieder weg. Wenn du das in Zeitlupe machst, wird der Ton sehr lange nicht klingen. Also ich mache es nochmal vor, jetzt in Zeitlupe. Also ich war jetzt immer mit der Zunge am Blatt und bin wieder weg. Und wenn die Zunge am Blatt ist, wird der Ton beendet. Na, es klingt nichts mehr. Logisch, ist abgestopft, zugestopft. Ja, wichtig ist aber jetzt eben die Position. Überprüfe wirklich, dass die Zunge am Blatt ist. Also nimm ruhig mal das Mundstück an die Zunge, wie sich das anfühlt. Dass du das wirklich richtig machst und nicht mit der Zunge an den Gaumen stößt. Wenn du zum Beispiel Blockflöte vorher gelernt hast, dann ist das nämlich manchmal der Anstoß oder das, wie man da die Töne trennt. Das ist für die Klarinette nicht so gut. Ich mache es dir auch gleich vor, warum. Das klingt nämlich seltsam. Klingt dann so. Ja, also du hast noch so einen komischen Sound dabei. Das muss nicht sein. Ja? Also komm mit der Zunge ans Blatt. Das ist einfach der schönste Anstoß. Falls du da Probleme haben solltest, das nicht so richtig funktioniert, dann schau einfach mal in dieses Video rein. Da habe ich es dir nochmal ganz genau erklärt. Und es gibt sogar noch ein Video, das verlinke ich dir gleich anschließend. Da gibt es die verschiedenen Möglichkeiten, wie man Töne trennt, weil manche haben da einfach Schwierigkeiten. Und da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist, dass du die richtige dann am Ende findest. Nämlich mit der Zunge ans Blatt. Okay, wir probieren es einfach mal aus. Ja, nimm ruhig auch mal das C. Achte darauf, dass der Ringfinger gut sitzt. Ja, das ist beim C manchmal die Schwierigkeit, dass es nicht richtig abgedeckt ist. Und dann versuch mal, den Ton mehrfach hintereinander zu stoßen. Wichtig ist dabei eben auch, dass du mit der Luft nie aufhörst, Luft zu schicken. Ja, also ich höre nicht, also ich stoppe den Ton nicht, indem ich einfach aufhöre, Luft zu geben. Das würde dann so klingen. Das ist nicht gemeint. Da komme ich jetzt auch nicht mit der Zunge ans Blatt, sondern ich mache das alles mit der Luft. Ist nicht so geschickt, vor allem wenn du irgendwann später schneller stoßen sollst, also schnellere Töne hintereinander spielen sollst. Boah, schwierig. Das wird sehr anstrengend. Also mach es mit der Zunge, den Muskel kann man trainieren. Genau. Okay, und das kannst du jetzt mit allen Tönen mal versuchen. Ja, nehmen wir das D als nächstes. Noch ein kleines Bild zum Verständnis, falls du dir auch damit schwer tust, das ist am Anfang schwierig. Stell dir vor, also du machst einen Wasserhahn auf, lässt das Wasser laufen. Das Wasser, was da rauskommt aus dem Wasserhahn, das ist vergleichbar mit unserer Luft. Es fließt immer, bis ich den Hahn wieder zu mache. Jetzt, während ich anstoße, bleibt der Hahn aber immer offen. Es ist also so, als würde ich mit dem Finger durch diesen Wasserstrahl durchflitzen und dann wird der Strahl immer für kurze Zeit unterbrochen. Aber der Hauptstrom fließt und fließt und fließt. Ja, also der Motor läuft. Und so ist es bei uns auch. Ja, dann nehmen wir jetzt noch das E.
wir alle unsere drei Töne durch. Du kannst natürlich auch versuchen, das in der Geschwindigkeit ein bisschen zu variieren mit dem Anstoßen. Dass du zum Beispiel wie so eine Dampflokomotive erstmal langsam startest und immer schneller wirst. Das klingt dann so. Ja, damit hast du schon mal noch mal ein neues Gefühl, ja, also wie du damit der Zunge umgehen kannst. Das kannst du auch auf jedem Ton ausprobieren. Und somit hast du schon mal den Anstoß jetzt drauf. Was du als nächstes wissen solltest, und das sind die Notenwerte, weil wir ja uns dann mit Noten beschäftigen. Und da erstmal jetzt für den Anfang drei verschiedene Notenwerte. Das ist einmal die ganze Note, die zählt vier Schläge. Es gibt dazu auch eine entsprechende Pause, Pausenwert. Dann die halbe Note, das ist jetzt ein Notenkopf, der nicht ausgemalt ist, mit Hals dran. Die zählt zwei Schläge, ist nur noch halb so lang wie die ganze. Und wir haben noch Viertelnoten. Viertelnoten, da ist der Kopf jetzt ausgemalt. Das sind so die bekanntesten, wenn jemand ganz neu ist mit Notenlesen. Das hat man meistens schon mal gesehen, diese Viertelnoten. Ja, da passen jetzt vier in einen Viervierteltakt, weil jede nur einen Schlag zählt. Da habe ich schon vorweggenommen, ein Viervierteltakt. Ja, diese Taktangabe, die ist auch wichtig. Es passen also das, was der Nenner angibt, das sind die Notenwerte, die gezählt werden. Und das, was der Zähler angibt, das ist die Anzahl, wie viele davon. No? Und wenn ich jetzt sage, in einen Takt passen vier Viertelnoten rein. Viertel ist, kann man auch sagen, muss nicht Viertelnote sein, kann auch Viertel sein. Und dann ist es ganz klar, es passen eben vier Viertelnoten rein. Jede Note einer Viertelnote hat einen Schlag. Dazu auch ein entsprechendes Pausenzeichen. Ja, und dann kannst du ein bisschen mit diesen Notenwerten spielen. Na, nehmen wir mal eine Zeile mit dem Ton E heraus. Da hast du jetzt am Anfang eine ganze Note, die zählt nochmal vier Schläge. Dann hast du zwei halbe Noten, die passen auch in einen Takt, insgesamt vier Schläge, jeweils zwei. Dann vier Viertelnoten und am Schluss nehmen wir wieder eine ganze. Ich zähle mal bis vier vor, dass wir ein einheitliches Tempo haben und dann kannst du einfach mal mitspielen. 1, 2, 3, 4. Das kannst du natürlich für dich üben. Ich gehe einfach mal ein bisschen weiter, dass du ein bisschen Input hast, was du eben alles üben kannst. Wir machen das Gleiche, nicht das Gleiche, sondern unterschiedliche Notenwerte. Jetzt eine Zeile auf dem Ton D. Wir gehen nochmal durch. Erster Takt, ganze Note, hat vier Schläge. Im zweiten Takt haben wir eine halbe Note, zwei Schläge, plus zwei Viertelnoten, jeweils ein Schlag. Passt also wieder in den Takt, haben wir wieder vier Schläge insgesamt. Der dritte Takt ist das Ganze rückwärts. Und der vierte Takt ist wieder wie der erste. Ich zähle wieder bis vier. 1, 2, 3, 4. Ja, um diese Notenwerte auch richtig zu erwischen, also mitzuzählen, kannst du es entweder im Kopf mit den Zahlen, das ist, wenn du nur eine Note spielst, noch gut bewältigbar. Später wird das vielleicht schwierig, dann kannst du dir vielleicht helfen, indem du einfach ein bisschen mitwippst. Ja, dann hast du immer so deinen durchgängigen Puls, weil das Tempo, wenn einmal gewählt, sollte auch immer das gleiche sein. Also alle Zahlen haben immer den gleichen Abstand voneinander. Und wir nehmen noch eine dritte Zeile mit dem Ton C. Ich glaube, hier muss ich es schon gar nicht mehr erklären. Du weißt es, ne? Ganze Note vier Schläge, Viertelnoten jeweils ein Schlag, halbe Note zwei Schläge. Ich zähle wieder vor und wir probieren es gemeinsam. 1, 2, 3, 4. Und schon wieder am Ende.
Es kann sein, dass du jetzt momentan häufiger Luft brauchst, das Gefühl hast, du musst häufiger atmen. Das ist am Anfang, du lernst es ja erst, das ist alles neu, völlig normal. Dann kannst du an jedem Taktstrich atmen. Dann versuchst du es vielleicht mal, dass du zwei Takte in einem Atemzug hinbekommst und am Ende vielleicht eben die ganze Zeile. Ja, das war eigentlich auch schon die zweite Stunde. So schnell vergeht die Zeit. Wiederhol einfach diese Übungen, mach dir nochmal den Anstoß bewusst, beschäftige dich weiterhin mit diesen drei Noten und du kannst dir ja ganz eigene Rhythmen mit diesen drei verschiedenen Notenwerten überlegen, mal aufschreiben und abspielen. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß und ich denke, es gibt demnächst auch irgendwann eine weitere Folge, eine dritte Unterrichtsstunde. Bis dahin, mach's gut, tschüss!